Die Bundeszentrale für politische Bildung gibt uns eine staatlich zertifizierte Faustregel für die Unterscheidung Propaganda und Nachrichten. Wenn Sie das mitnehmen bei der täglichen Lektüre, haben Sie eigentlich alles, was Sie brauchen. Charakteristisch für Propaganda ist, dass die verschiedenen Seiten einer Thematik nicht dargelegt und Meinung und Information vermischt werden. Nach diesem staatlich zertifizierten Kriterium sind 90% unserer Leitmedien Propaganda, sagt die Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir haben Mentalvergiftungen, die auf den kognitiven Bereich zielen. Dazu gehört das riesige Spektrum Orwellscher Falschwörter, mit denen Politik und Medien versuchen, über die Sprache unser Denken in den Griff zu kriegen. Dabei nutzen sie eine Eigenschaft aus, dass wir von Natur aus zu einem gewissen Wortaberglauben neigen. Wir meinen, wenn ein Wort da ist, dann gibt es auch einen Sachverhalt, der ihm korrespondiert. Das führt dazu, dass wir bereit sind, wenn wir irgendwelche Wörter treffen, beim Zeitunglesen oder sonst was, wir nehmen eigentlich naiv die Wörter, auf die wir treffen, und nutzen sie, um unsere Gedanken mit diesen Wörtern zu organisieren. In dem Moment, wo Sie aber ein Wort benutzen, kaufen Sie ein riesiges Gepäck, was in dem Wort schon bereits drinsteckt, nämlich den ganzen ideologischen Ballast, den ein Wort mit sich trägt. Und Sie kriegen es nicht mit. Es ist eine enorm schwierige Aufgabe. In der Zeit der Aufklärung hat man da versucht, ganz viel Blick drauf zu richten, was diese Art von Ideologiekritik eigentlich heißt. Es ist eine ganz schwierige Aufgabe, unseren Wortaberglauben zu überwinden und immer, wenn wir ein Wort treffen, es wie ein Paket zu betrachten, ein Päckchen, und sagen, jedes Wort ist ein Päckchen historischer Vorannahmen, ideologischer Prämissen, ideologischen Gehalt. Wenn Sie auf ein Wort treffen, müssen Sie es liebevoll und sorgfältig erstmal aufschnüren, bevor Sie es verwenden. In dem Moment, wo Sie es verwenden, sind Sie verloren. Sie müssen es erstmal aufschnüren und reingucken, was ist denn alles in dem Wort drin? Das macht all diese Falschwörter so erfolgreich. In dem Moment, wo man sie hat, organisieren sie unser Denken. Eine andere Klasse sind sogenannte, nenne ich mal so, Denunziationsbegriffe. Die haben noch eine ganz andere Funktion. Besonders beliebt sind Querfront und Verschwörungstheorie. Was macht man mit diesen Begriffen? Nun, diese Begriffe haben eine ganz perfide Logik. Sie haben eine Verklammerungslogik. Man verklammert zwei Dinge, Kritik, die sich auf die Zentren der Macht richtet, verklammert man mit Themen, die geächtet sind, die als pathologisch gelten, die als extrem anrüchig gelten. Man verklammert zwei Dinge, um dann damit einen bestimmten Themenbereich zu einer No-Go-Area zu erklären. Man erklärt bestimmte Themen zu einem gedanklichen Sperrgebiet, weil man, und das sind natürlich alle Themen, die auf die Zentren der Macht zielen, werden dadurch blockiert, dass man bestimmte Themen mit anrüchigen Themen verklammert. Diese Begriffe wirken sozusagen wie eine Giftinfusion und sagen, dieses Thema, mit diesem Thema kann man sich nicht mehr beschäftigen, wegen dieser Verklammerung. Und wer sich damit beschäftigt, kann dies nur unter dem Preis medialer Ächtung machen. Das ist ein ganz toller Trick, Themen, die die Eliten als gefährlich ansehen, durch eine Verklammerungstechnik
sozusagen zu immunisieren. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984.